kommen wir direkt zu Schritt 1. Ganz wichtig, die Operatorwahl. Am besten einen Operator nehmen, der möglichst nicht fürs Team ist. Ich empfehle Warden, Vigil, kann man alles nehmen. Hauptsache keine besonderen Fähigkeiten oder Geräte, die den Raum beschützen, die Geisel beschützen oder nützlich fürs Team sind. Ganz wichtig, beachte bitte diesen Schritt. Das ist Schritt 1. Kommen wir direkt zum nächsten Schritt. Ein Fehler, den ich wirklich oft in den Matches sehe. Leute fahren mit der Drohne. Gerade Anfänger machen diesen Fehler sehr oft. Chillt in der Zeit am Handy, ein bisschen Facebook, ein bisschen Instagram, damit dann, wenn die Runde angefangen hat, von den 3 Minuten eine Minute damit verschwendet wird, dass alle Leute rumherlaufen und keiner weiß, wo der Raum ist. Bitte beachtet diesen Fakt, ganz wichtig. So, kommen wir zu Schritt 3, auch besonders wichtig. Wenn die Runde dann endlich begonnen hat, rennt ihr des Teufels los auf die erste Tür, die ihr finden könnt. Das ist ganz, ganz wichtig. Auf gar keinen Fall Drohnen, Kameras kaputt schießen. Bitte schießt nicht die Kameras kaputt, Leute. Das ist wirklich wichtig. Ihr sucht euch die erstbeste Tür, die ihr einschlagen könnt, auftreten, kaputt schießen, was auch immer. Und rennt da stur, stracks drauf los. Einfach so schnell ihr könnt. So, in 90% der Fällen werdet ihr dann vom Gegner erschossen. Dann ist es ganz wichtig, dass ihr am besten ins Headset schreit, das Spiel beschimpft, wie scheiße das ist, dass das gar nicht sein kann. Lag, Cheater, Scuff-Controller, was auch immer, euch fällt da bestimmt was ein, seid ein bisschen kreativ. Auf gar keinen Fall callen, wo der Gegner ist, das ist wirklich wichtig. So, kommen wir zu der Verteidigung. Ganz wichtig, wenn die Runde anfängt, so weit wie möglich von Raum weglaufen. Auf gar keinen Fall Wände setzen, eure Gadgets setzen. Am besten, wenn ihr aufgepasst habt und ein Pro-Player seid, habt ihr natürlich einen Operator genommen, der nichts fürs Team machen kann. Das wäre natürlich wirklich am besten. Dann könnt ihr gerne eure Aim beweisen, indem ihr die scheiß Drohnen nicht trefft. Das ist euch aber frei überlassen. Ganz wichtig. Also, wie gesagt, so weit wie möglich vom Raum weg. Ihr könntet sonst nützlich sein. Kommen wir zum wirklich wichtigsten Punkt. Ganz wichtig ist, egal ob Angriff oder Verteidigung, dass ihr möglichst viel mit dem Controller zappelt, die Empfindlichkeit so hoch wie möglich habt, immer nach links, rechts lehnen, Messer zwischendurch hinlegen. Leute, das ist wirklich wichtig. In den Killcams und selbst wenn ihr verkackt, ihr seht halt richtig krass aus und alle denken sich, was ihr krasse Ficker seid. Sobald die Runde dann angefangen habt, geht ihr zum nächsten Fenster, springt raus und sucht die Gegner. Ganz wichtig. Besonders in Rang ist das eine gern gesehene Taktik. Wenn ihr dann aufgrund eines Lags oder eines Cheaters gestorben seid, ganz wichtig, nochmal über das Spiel aufregen, was für ein scheiß Community es hat und einfach das Match verlassen. Wenn ihr wirklich ein guter Rainbow-Spieler sein wollt, dann schreibt doch noch euren Team jetzt, was das für Lutscher sind oder dass sie besser Call of Duty spielen gehen sollten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, lasst ein Like und ein Abo da und ich hoffe, ich kann der Community helfen, dass das Spiel wieder zu neuem Glanz erstrahlt. Vielen Dank für euren Support, haut raus, euer L-Rush.